So, hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Projekt hier auf meinem Kanal. Und wir spielen Portal. Ein Spiel, was von Valve entwickelt wurde. Und ja, relativ gut. Also, was heißt relativ? Es ist ziemlich gut in dieser Welt hier angekommen. Und ja, ich würde schon direkt mal sagen, fangen wir mal an. Testkammer 00, neues Spiel starten. Ladevorgang läuft. Oh, die Musik. So, wir stehen auf. Können uns hier bewegen. Haben hier ein Radio. Können wir mit E, kann ich mit E rumtragen? Ja, sehr schön. Und haben direkt schon mal was kaputt gemacht. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, Porto, fallar muchos. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Oh. Ach, guck mal, da sind wir. Was haben wir denn da an den Beinen? Seht ihr das? Dreht sich die Figur überhaupt mit? Dreht sich gar nicht mit uns mit, oder? Doch, dreht sie sich. Naja, lauf mal durch. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier. Diese Kameras. Naja. So, ich würde sagen, wir laufen hier lang. So, also ich muss sagen, ich spiele dieses Spiel auch zum ersten Mal. Ich habe davor nur als Let's Play gesehen. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Was ich sagen wollte ist, dieses Spiel spiele ich nicht zum ersten Mal. Das spiele ich zum ersten Mal so rum. Aber ich habe es davor bei einem anderen Let's Player geschaut, bei einem ziemlich berühmten, nämlich beim lieben Domtendo. Und ich gehe jetzt mal weiter. Hier durch diesen Testlabor. So, was passiert jetzt? Wir fahren nach oben. Wahrscheinlich gerade. Okay, gehen wir weiter. Wir sind jetzt bei der 1. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Dann. Toll, jetzt steht der Würfel dort auf der anderen Seite. Oh, warten. Ja, komm, mach ihn da. Los. So, dann schreiben wir jetzt unserem kleinen Freund hier. Dahin. Nein! Nein! Komm her! Nein! Oh Gott! Ja, ich mache da einen Fehler. Ich lass E gedrückt. Also. Eigentlich, ich brauche nur einmal E drücken, dann habe ich das. Und halt nochmal E zum Abfallen. Ich halt E gedrückt, das ist ein Fehler. Naja. Perfekt. Da ist jetzt die Tür bitte offen. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Durch. Huch! So, jetzt müssen wir dahin. So. Ab in den Fahrstuhl und weiter geht's nach oben. Ja, ja. Ich frage mich ja, wer diese Stimme hier ist. Naja, wir werden's noch. Na gut.
Ladedaten. Wir werden es früher oder später erfahren. Swoosh. So. Sie machen das sehr gut. Das ist aber schön. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Warte, ich ändere mal kurz nochmal was. Optionen, Video. War nicht hier, woanders. Audio, Untertitel, Dialoge. Okay. Weil das stört mich so ein bisschen. Okay, stellt euch. So, dann sind wir jetzt hier. So, wohin sind wir? Das ist noch ziemlich laut, glaube ich. Audio, warte, das muss ich jetzt mal hier machen. Machen wir mal so und so. Ich hoffe jetzt, das wird nicht zu leise, sollte es gehen. Das Ding ist aber trotzdem ganz schön laut. Kann man da nicht noch irgendwas auch leiser machen? Lautsprecher hoch, Sprache Deutsch. Ich hoffe, man hört jetzt noch was überhaupt im Spiel. Wobei das ist jetzt bestimmt ein bisschen zu leise. Deswegen machen wir die Musiklautstärke nochmal ein bisschen höher. So. So. Ich hoffe, man hört noch was. Wer geht schnell da? Wer geht nicht? Achso, der kommt doch eh da hoch. Gib aber hier nochmal. Ach, wir müssen wahrscheinlich. Ach nee, warte, wir müssen wahrscheinlich. Da nicht hin. Warte, wir gehen nochmal. Ich komme jetzt schon wieder nicht weiter. Sehr gut. Fängt ja schon super an. So, jetzt stehen wir hier oben. Die Kameras verfolgen mich auch. Ich würde sagen, ich schreibe mal hier runter. Sehr gut. Oh lol. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Okay. Das ist sehr schön, dass wir das hören durften. Ui. Oh Gott. So. Gehen wir mal weiter. Ich wusste jetzt nicht, dass man das einfach nehmen kann. Also das Let's Play ist jetzt auch schon einige... Schon fast ein Jahr her. Schon über ein Jahr, merke ich gerade. Ja. Also ich weiß nicht mehr so viel hiervon. Von seinem Let's Play. Aber naja. Wir werden das hier zusammen erforschen. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. So. Ja, das war ja ganz sehr gut. Easy. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Boah, da bringe ich mal meine Tochter mit, wenn ich eine hätte. Naja. Dann schießen wir ja da fröhlich unsere blaue Tinte hier überall hin. So, wusch, wusch, wusch. Ladedaten. So. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Ja, ich weiß. So. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Yeah, ich werde nicht überwacht. Wenn das mal im echten Leben so wäre, ne? Aber egal. Naja, los jetzt, mach hin. Zwisch, 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 zwisch. So. Ja, nicht überwacht, ne? Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate.
So. Das ist dein Portal. Das ist dein Portal. So. Und das irgendwo. So. Na komm denn. Mein Gott, haut das auf. So. Und dann nehmen wir dieses Schätzchen und legen das hier drauf. Und schon sind wir weiter. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Unmöglich sowas. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, 1. Dieses Signal war sehr beruhigend. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Ja, mach doch nicht. Ich helf doch nur. Naja, dass wir uns einfach belogen haben. So gemein. Mann. So, Ladedaten. Nächster Raum. Was ist das denn? Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhaft unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Ja, ich bin der Stolz. Alles Nutten dort hinten. Naja, jetzt geht's auch schon wieder in die nächste Etage. Mein Gott, wir rasen ja hier durch. So. Swoosh, swoosh. Na komm. Yeah. Wo soll man jetzt? Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. So, jetzt kommen wir da rein. Toll. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. So, da müssen wir ja wieder warten. Yeah. Na komm, mach mal ein bisschen hin. So. Gehen wir hier rein. Ernsthaft? Na komm. Schaffen wir doch. Ah, nein! Nein! Och nö. Oh nö, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Na komm, fahr wieder zurück. Jetzt. So, da sind wir jetzt endlich auch mal hier drauf. Na komm. Und dann ist dieser Raum eigentlich auch schon fertig, wenn ich das richtig sehe. So, Tür zu. Fahrstuhl fährt nach oben und wahrscheinlich kommt jetzt wieder Ladedatei. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Ja. So, nächster Raum. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Okay, haben wir das auch rausgetestet, mal in diese Brühe einfach mal zu springen. Sehr gut. Naja. Achso. Was ist denn da gerade passiert? Ja. Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. So, sehr gut. Das hat ja großartig geklappt. Ah! Echt jetzt?
Konsequenzen hat. So. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf ihrem Testbogen, gefolgt von ihrem Tod. Viel Glück. So, das sollte doch großartig klappen. Jawohl. Jet. Nee, erstmal so. Dann dahin. Dann, das heißt dann wieder warten. Warten macht so Spaß. So. Und dann fahren wir mit einer Geschwindigkeit von 5000 km/h. Ich sagte 5000 km/h, da sind die 5000 km/h. Fahren wir dann auf die andere Seite. Ja. So. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ja. Bestimmt. Mysteriöse Person, die da mit uns spricht. Mann, Mann. Kann ja was werden. Ladedateien. So. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. So, vielleicht? Der Block da hoch? Ja, so hat's gemacht. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Ja, daher. So. Nein! Wie dumm kann man eigentlich sein, ey? Das ist ja peinlich, sowas. Oh mein Gott. Das Enrichment Center bittet erneut vielmals um Verzeihung. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Wir schlagen uns gut hier. Pam, 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 pam. Oh, warte mal. Ach nee, okay. Alles gut. La 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 la, la 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 la. Fahren, fahren, fahren und Ladedatei, das darf natürlich nicht fehlen. Da steht zwar Ladedaten, ist mir aber egal. Hallo, wir wieder. Hallo. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung hat uns Oh. Ach, dass man überall eingesperrt wird. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Dahin? Nein, einfach herunterspringen. Swoosh. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Oh Gott. So, nachdem wir kleine Sprüngchen gemacht haben, geht's auch schon wieder weiter in die nächste Etage. Es geht ja Schlag auf Schlag hier. Ja. Ladedaten. So. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Ach. Wow. Ach, guck mal, da ist dann unsere Pumpe. Okay. Wir müssen das da irgendwie zum Laufen bekommen. So, schnell hier durch. So, das war's mal hier. Und das muss nach da drüben gelenkt werden. Heißt, wir brauchen dieses Portal da. Das andere da.
Und das heißt jetzt einfach nur noch abwarten. Oh. Los, jetzt! 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 Ja! Sehr gut! So. Wo muss ich da jetzt? Jetzt müssen wir kurz warten, bis wir auf die Seite da hinten kommen. Aber quasi jetzt. Dann müssen wir hier ein Portal hin machen. Und schnell. Oh Gott! LOL! Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort 4. Alles klar. Da freue ich mich doch natürlich. Wir haben was richtig Teures. Dieser Sprung hier, was war das? Ah ja. Was ist da oben eigentlich? Irgendwas, was leuchtet. Soll mir aber egal sein. Na komm, na komm. So. Und dann gehen wir in den Fahrstuhl. Yeah. So, ich glaube auch, jetzt wird es etwas anspruchsvoller als die anderen Male. Und wir begeben uns ja nochmal bei Ladedaten. Und ich verabschiede mich für diesen Part schon mal. Oh, es verabschiedet nicht Ladedaten. Naja, aber ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Potato. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction.